Servus, liebe Freunde der gepflegten War Thunder Unterhaltung. Ich bin Raibu und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Ihr schickt es, ich kommentiere es. Jawohl, das Format, in dem ihr mir eure Replays zukommen lasst. Langsam sollte das auch jeder dann jetzt wissen. In 95% der Fälle jeden Sonntag, es sei denn, es ist mal was, wie zum Beispiel Dev-Server oder ich bin im Urlaub oder ein Update hat sich damit überschnitten und es gibt mal kein Replay, aber in der Regel jeden Sonntag und auch wieder so diesen Sonntag heute und ihr seht schon im Hintergrund, um welches Fahrzeug es dieses Mal geht. Es geht um den M6A1. 4,7er amerikanischer Heavy Tank mit zwei Kanonen, ein 76mm M7 Geschütz und ein 37mm M3 Geschütz. Ich finde diesen Panzer unglaublich stark, unglaublich cool auf seinem BR und ich ziehe ihn in jedem Fall dem Cobra King und dem Easy 2, dem normalen, auf jeden Fall vor. Weil die 75mm M3-Geschütze sind meiner Meinung nach, schlicht und ergreifend, ich sag das jetzt mal so direkt, wie es ist, einfach Rotz. Sobald ihr nämlich ab 5-0 mit den Dingern gematcht werdet, wird's schon relativ schwer. Allerdings, das muss man den Jumbos zugute halten, diese Dinger halten ganz schön viel aus und sind auf ihrem BR eine absolute Macht. Und da zieht auch die 75mm Kanone sowohl vom normalen Easy 2 als auch von seinem Premium-Bruder. Trotzdem bin ich ein Freund der 76mm Kanonen der amerikanischen, auch hier beim Sherman, beim M4A1 76W ist das 76mm M1 Geschütz wesentlich angenehmer zu spielen als das 75mm Geschütz. Dasselbe gilt auch für den M6A1. Der M6A1 ist auch tatsächlich in meinem Panzerrepertoire der Panzer, mit dem ich bisher die meisten Kills gemacht habe. Ich glaube, es waren 16 an der Zahl im RB-Gefecht. Ich denke, das kann sich schon sehen lassen. Und mit diesem Panzer ist ordentlich was möglich. Er kann zum einen ordentlich was einstecken und zum anderen natürlich auch ordentlich austeilen. Und dafür, dass es ein Heavy-Panzer ist, ist er doch noch recht mobil. Die größten Weakspots bei diesem Ding sind eigentlich hier vorne diese flachen Stellen. Gerade hier die beiden Backen, die ihr hier seht. Da habt ihr zwar 85, knapp 86mm Panzerung, aber da haut euch auf dem BR natürlich alles durch. Durch die Front kommen sie auch überall eigentlich durch, aber trotzdem, der Panzer ist doch sehr stark und wenn ihr das ein bisschen winkelt, dann habt ihr da schon wesentlich bessere Panzerungswerte. Was diesen Panzer auch verdammt stark macht, sind seine 10 Grad Gun Depression. Das heißt, ihr könnt auch an einem Hinterhang stehen und mit der Kanone einfach mal nach unten zielen und seid somit noch ein Stückchen weiter angewinkelt und habt dann hier natürlich entsprechend besseren Schutz, sowohl am Turm, als auch dann an der Wanne, die ja aber meistens dann sowieso halt down steht und für den Gegner nicht zu sehen ist. Gefahren wurde diese Runde dieses Mal von Julian, so ist sein Nickname und wir schauen mal, was Julian so mit seinem M6A1 gerissen hat. Ich kann euch sagen, es wird eine ziemlich gute Runde. Ich habe schon mal in die Statcard, in die Punktekarte gespitzelt, aber mehr will ich nicht verraten. Osteuropa Domination ist der Modus und Julian hier mit der 2x15 Schuss dabei, APCBC mit 125mm Durchschlag auf 100m, das ist eine ordentliche Ansage. Dann haben wir hier beim 37mm Geschütz noch die AP-Munition, die auf 100m noch mit 89mm um die Ecke kommt. Da kann man den Gegner gut mit anpieksen, aber auch tatsächlich, wenn man ihn von der Seite erwischt, tatsächlich auch gut anschießen. Und da frisst er schon den ersten Schuss da vorne vom Beute T-34. Ja, da kommt er natürlich mit der kleinen Kanone nicht durch.
Gebäude T34 frisst halt auch unglaublich. Er schießt gleich immer doppelt. Ja, ich würde jetzt hier nicht so viel blind einfach in der Gegend rumballern. Das ist tatsächlich eher in dem Fall suboptimal. Aber er vertraut hier, das sieht man schon, auf die Panzerung dieses fetten Brockens. Was auch tatsächlich ja, ziemlich gut ist, weil, wie gesagt, der Panzer hält eine ganze Menge aus. So, das Matchmaking sieht für ihn eigentlich ganz gut aus. Das sieht man schon daran, dass der Beute T34 der Deutschen im Spiel ist, denn der ist 4-0. Ich glaube, ich habe hier vorne auch einen Panzer 4G gesehen, der auch 4-0 ist. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Also sieht das Matchmaking für ihn schon mal gar nicht so schlecht aus. Trotzdem, ihr wisst ja selber, wie es ist. Wenn man dann mal High-Tier gematcht ist, dann kann das Match auch ganz, ganz schnell vorbei sein, weil dann hat man eigentlich immer so das Gefühl, ich sollte eigentlich mehr Panzerung haben als die anderen. Und dann ist dem aber nicht so. Kann hier aber tatsächlich relativ gut einstecken. Wartet jetzt hier, glaube ich, den Artillerie-Strike ab. Was hier für ihn natürlich der ganz, ganz große Vorteil ist, ist eben diese 76mm Kanone mit eben fast 130mm Pen. Das kriegen auf dem BR bzw. darunter tatsächlich zu einem Großteil nur deutsche Panzer hin. So, und das sieht hier nach einem ziemlichen Überrennen aus. Was macht das Sturmgeschütz da vorne? Ha! Der 4G nicht noch? Nee, jetzt nicht. Da muss ich mich kurz entschuldigen, da hat das Replay kurz gelaggt, warum auch immer. Okay. Das wäre jetzt natürlich sein. Sehr schön. Jetzt müssen wir mal den nächsten Schuss abwarten, weil ich habe irgendwie... Warum leckt denn das Replay? Entschuldigt. Jetzt muss ich mal den nächsten Schuss abwarten, weil es mich jetzt mal tatsächlich interessiert, ob er... Ah, die Flak an der Seite hat er nicht gesehen. Das ist eh schon raus. Aber drüben links stand einer, rechts steht auch einer. Jetzt steht er hier natürlich wie auf dem Präsentierteller. Das ist für ihn natürlich nicht gut. Da hat er gerade wieder ein bisschen mehr Glück als Verstand. Der F1 da vorne ist auch kein Problem für ihn. Jetzt hat der aber seinen Turm getroffen. Den Gericht und Ladeschützen rausgenommen. Na? Sieht er ihn? Ja, jetzt müsste er ihn sehen. Abschuss Nummer 2. Und so wie es aussieht, hat der gute Julian beide Geschütze auf der Maustaste. Also entweder ist es Absicht oder er hat es nur einfach nicht umbelegt, weil man ja tatsächlich die Belegung ja ändern kann, dass ihr das kleine Geschütz vom großen Geschütz getrennt abfeuern könnt. So, jetzt ist hier der Wirbelwind hinter ihm. Oh,
Das war natürlich für den Wirbelwind ein gefundenes Fressen. Und schade für Julian. Dass der hier... Nein, da will ich nicht hin. Da will ich hin. So. Aber da lässt sich Julian nicht beirren. Gleich mit einem Gutschein nochmal rein in den M6A1. So, da hier hinten nichts passiert. Hier ist nichts los. Hier sind keine Gegner auf der Seite. Werden wir das Ganze mal ein bisschen vorspulen, bis wir dann wieder im Getümmel sind. So. Da kommt nämlich noch ein bisschen was. Das kann ich euch versprechen. Das kann ich euch versprechen, Freunde. Das ist tatsächlich schon wieder ein ziemlich klares Gefecht. Bei dem man sieht, was der Gegner ja, kann bzw. nicht kann. Die haben sie jetzt eingegraben, aber weil der war... Oh Gott, deswegen. Nee, links, links. Ja, sehr schön. Nur das Getriebe rausgenommen. Aber das war an der Stelle wichtig, denn jetzt hat er die Möglichkeit... Oh, bleib hier stehen. Hier kannst du halt down stehen. Sehr schön. Aber jetzt hat er nämlich die Möglichkeit, dem auf das Stuck ein bisschen zuzufahren. Und dem Stuck quasi, wenn er aus dem Richtbereich der Kanone rauskommt, das Stuck dann rauszunehmen, was er jetzt auch getan hat. Abschluss Nummer 4. Und ihr seht das auch schon, wie eingeengt der Gegner auch schon ist. Ein typisches Beispiel dafür, wie es in War Thunder öfter läuft. Und auch wieder ein typisches Beispiel für das Map-Design. Dass hier die Maps, beziehungsweise die Spawns der Maps, einfach blöd gewählt sind. Dass man einfach auch gezwungen wird, irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt auf den Spawn zu wirken. Gerade jetzt, wo der Gegner hier in dieser Runde... Na, siehst du den Churchill? Siehst du den Churchill? Nein, er sieht ihn nicht. Er sieht ihn nicht. Das ist natürlich für den Churchill schön. Aber auch der Churchill scheint ihn nicht zu sehen. Jetzt hat er ihn gesehen. Dieser Churchill ist halt aber auch hart gepanzert. Sehr schön. Das war wichtig für ihn. Sonst hätte ihn jetzt der Wirbelwind gleich mal wieder mit rausgeklickt. Aber es ist für ihn doof, dass er jetzt hier mit gezogener Kette steht. Die kriegen natürlich gleich immer die volle Ladung. APCBC und AP-Munition. Bumm. Der nächste. Ich glaube, das Stuck 3F beschießt ihn da gerade mit Heat, wenn mich nicht alles täuscht. Aber auch da keine Chance. Abschuss Nummer 9. Und wir haben noch 30 Sekunden auf der Uhr. Er steht hier wie auf dem Präsentierteller und die Gegner kriegen ihn einfach nicht weg da. Einfach mal von der Seite durchgeschossen. Schön. So, und hier helfen ihm auch seine 10 Grad Gun Depression. Schön, die Wanne durchbrochen. Abschluss Nummer 10 und wir schauen jetzt dann gleich auf... die Punkteverteilung, denn das wird eine ordentliche Runde gewesen sein. Hier seht ihr es von Julian, 3255 Punkte, 10 Fahrzeuge abgeschossen.
eine Zone gecapped und einmal gestorben. Ja, gut, das eine Mal, wo er jetzt gestorben ist, war tatsächlich ein bisschen unglücklich, das muss man einfach so sagen. Aber das schmälert nicht seine Gesamtleistung von 10 Abschüssen. Es war jetzt am Ende, man kann sich jetzt wieder drüber streiten, ob das jetzt nun Spawn-Camping war oder nicht. Aber man muss halt eben auch bedenken, ich habe es ja eben gerade kurz angesprochen, das Map-Design lässt es tatsächlich nicht immer zu, dass man sich da so verhalten kann, um eben nicht in den Spawn zu wirken. Wobei auf Osteuropa da noch ein paar Häuser ja auch dazwischen standen. Und an der Stelle, wo er nun stand, oben auf der Straße, ja, da hatte er nicht den kompletten, die komplette Sicht in den gegnerischen Spawn. Und wenn die Gegner halt eben da rausschießen, was soll man da halt eben machen? Es ist halt eben einfach so. Trotzdem eine richtig schöne Runde. Julian, dir vielen Dank dafür. Wie immer gilt natürlich, wenn ihr mir auch euer Replay zukommen lassen wollt, dann schaut gerne unten in die Videobeschreibung. Da steht, wie das Ganze funktioniert, ganz detailliert. Und bewertet das Video gerne, teilt es gerne, lasst ein Abo da, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Euer Raibun.